Wir haben jede Menge Neuigkeiten bekommen bezüglich des Diet-System, was mit dem Update 4 noch so kommt. Plus geht es um die AI, um die kleinen Dinosaurier, nämlich die Kompis, die die Leichen dann wegfressen sollen. Und dazu gibt es einen Clip, den wir uns direkt mal anschauen. Wir merken direkt, wie auch in den letzten Videos, nur sieht man das in dem Clip dann auch nochmal deutlich, das Gras hat neue Texturen, generell die Map wird verschönert, es wird alles sehr farbenfroher, das Gras bewegt sich auch gut. Und wie wir das hier dann sehen können, passiert es, dass dann die kleinen Kompis kommen, wenn eine Leiche liegt und sie die auffressen wollen. Dann bewegen wir uns weiter zu einem neuen Bild, was auch gepostet worden ist, nämlich die Nacht weiter. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Wir kommen dann zu einigen Punkten, die es mit Update 4 nämlich sein wird, über die Ambient AI, worüber man auch die ganze Zeit schon spricht. Und da das Spiel auch in der modernen Zeit ist, werden auch da moderne Tiere mit beinhaltet sein. Hierzu haben wir dann ein kleines Bild, wie man sieht, nämlich eine Ziege, die drin sein wird als Ambient AI für die Fleischfresser wahrscheinlich. Wir werden eine Art von Enten haben. Hier sieht man noch ein Modell einer Schildkröte. Hier auch zu sehen ein Wildschwein, worüber auch gesagt wird, dass das Wildschwein auch eine Attacke haben wird. Je nachdem wahrscheinlich zum Attacken bzw. Verteidigen. Wie wir auch wissen, dass Chicken, also Hühnchen reinkommen, haben wir hier dann natürlich auch ein Bild davon. Wir haben dann auch noch Einblicke über den Frosch bekommen und auch über einen Hasen, die auch ebenfalls wahrscheinlich reinkommen werden. Und dann auch nochmal dazu ein Zitat, wie das Update denn vorangeht, wie es ist. Und sie hat damit beantwortet, dass es sehr gut vorangeht. Es ist ein sehr wichtiges, großes Update. Und dann kommen wir zu einem einer sehr wichtigen Clips, die aufgenommen worden sind von Amarok, seinem Deathstream. Und zwar haben wir den Pachydan zu sehen, der seine Special Ability mit dem Headbutt, also mit dem Kopfstoß, an einem Jutta richtet. Und hierbei sieht es so aus, dass der Jutta danach so gut wie K.O. ist. Wir sehen halt anhand des Beispiels, dass es gar nicht mal so schnell ist, wie er ankommt, der Pachy. Aber generell haben wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie geil das aussehen könnte. Im nächsten Tipp werden wir dann auch ebenfalls einen neuen Pounce bekommen. Der Pounce vom Utahraptor wird generell animationstechnisch erweitert. Generell sieht das Ganze, wie man auch im nächsten Tipp dann sehen kann, einfach super gut aus. Hier im Clip haben wir dann auch zu sehen, dass der Utahraptor einen neuen Einer-Call bekommt und er hört sich sehr, sehr gut an. Und in diesem Blick haben wir dann einfach noch das neue Scent-System, was ja auch überarbeitet wird mit Update 4, auch wegen der Laggy-Sache in Update 3 momentan. Das war's an dieser Stelle mit dem Video und den Neuigkeiten, die wir bisher bekommen haben und einer jede Menge Stuff für das kommende Update. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo gebt und einen Daumen nach oben. Ich danke fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video.